In der heutigen Folge der Podcast-Serie Nessgrund geht es um das mega spannende Thema Ernährung und welche Rolle das Nervensystem dabei spielt. Und für heute habe ich die Ruth Arnold eingeladen und sie ist Ernährungs- und Nesscoachin und arbeitet eben mit Ernährung, Ernährungsumstellungen und dem Nervensystem. Und wir sprechen heute wirklich über ganz verschiedene Sachen von Zucker, wie Zucker unser Nervensystem beeinflusst, wie Kaffee unser Nervensystem beeinflusst und was wir wirklich tun können, wenn wir in unserer Ernährung oder in unserem Ernährungsverhalten was verändern wollen. Mein Name ist Britta Kimpel und hier dreht sich alles um Embodiment, das Nervensystem und deine Verbindung zu dir selbst. Und ich würde sagen, ohne groß viel zu reden, hole ich die Ruth direkt mit dazu, dass wir unser Gespräch starten können. So, Ruth, ich habe dich angekündigt. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Vor allem, wir haben hier gerade im Vorfeld auch schon so ein bisschen uns ausgetauscht und ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Und ich würde gern mit der Frage starten, welche Rolle hat denn das Nervensystem auf unser Ernährungsverhalten? Ja, vielen Dank für diese, also erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung, ja. Liebe Britta. Ich freue mich voll, dass ich hier sein kann. Und ich liebe diese erste Frage. Weil, ich habe es dir auch gerade schon mal gesagt, ich tue mir inzwischen fast schwer, so ein bisschen mich als Ernährungscoach zu bezeichnen, weil Ernährung ist ja auch so ein Wort, das ist so technisch, ne? Also das ist so super, ja, was, also Makronährstoffe, Mikronährstoffe, was kommt rein und wie baut sich mein Körper auf und so weiter. Aber im Grunde kommen ja Menschen zu einem Ernährungscoach, weil sie Probleme haben, ihr Ernährungsverhalten zu verändern. Ja. Und das Wissen ist ja oft überhaupt nicht so das Thema, sondern das Verhalten rund um, wie ich esse. Also eigentlich geht es mehr um das Essen und nicht um die Ernährung. Ja. Und das Nervensystem, und das ist was ich in den letzten, also eigentlich seitdem ich bei dir in der Ausbildung war und seitdem ich meine Coachings auch... Du warst vor 2 Jahren, gell? Genau, ja, im 2. Jahrgang. Genau. Genau. Und seitdem ich praktisch das auch mit einbeziehe in die Coachings, ich habe es dir auch gerade gesagt, ne, mit jedem Klienten entwickelt man sich da weiter und hat neue Erkenntnisse und so weiter. Und für mich ist inzwischen klar, dass der Zustand des Nervensystems eigentlich die absolute Basis dafür ist, überhaupt irgendwas an seinem Ernährungsverhalten zu verändern. Also ne, ein regulierter Zustand ist die Basis, dass man überhaupt was verändern kann. Und ich beobachte total, dass all das, was so in den ganzen Zeitschriften und überall so propagiert wird, wie macht dies, macht das, das sind ja alles nur so SOS-Lösungen, sage ich mal, und sind aus Nervensystemsicht ja eigentlich nur noch, hauen noch mal so obendrauf sozusagen. Und das Nervensystem ist, so wie ich es jetzt erfahren habe in den letzten Monaten, wirklich ausschlaggebend dafür, was wählen wir aus, wie wichtig ist uns unser Ernährungsverhalten, wie können wir das im Alltag unterbringen und so weiter. Ne? Also wenn ich auf einem krassen Level unterwegs bin, dann wird mir ein Coach sonst was erzählen können, aber ich werde mein Verhalten nicht ändern können. So, das, ich habe gar keine Kapazitäten dann dafür. Also das Nervensystem schafft eigentlich erstmal, oder die Regulation des Nervensystems schafft eigentlich erstmal überhaupt die Kapazitäten, mich richtig mit mir, meinem Körper und meiner Ernährung zu beschäftigen. Ja. Wie hat sich denn deine eigene Arbeit dann verändert? Weil du warst ja eben vorher schon Ernährungscoach, jetzt eben ohne Nervensystem und vielleicht auch eher klassischer so mit Ernährungstheorien. Was hat sich da geändert? Genau, also ich habe, natürlich ist so diese, ist so das, die Wissensvermittlung, das klassische, was kommt auf meinen Teller, ist definitiv noch ein großer Baustein natürlich, aber es ist halt wie gesagt auch nur ein Baustein und die Hauptbasis, und das sage ich eigentlich allen auch im Vorgespräch, die Basis ist die Arbeit mit dem Körper, die Arbeit mit dem Nervensystem und es ist so ein bisschen, es ist wirklich wie ein Baukasten eigentlich, den ich anwende. Ne? Das eine ist so Theorie, Wissen. Die haben natürlich auch immer wahnsinnig viele Fragen zum Beispiel und wollen ganz konkrete Sachen wissen. Aber ich versuche auch immer so das dahingehend zu bisschen zu shiften, dass wir wirklich ganz schnell dann in die Arbeit mit dem Körper kommen.
Und was ich tatsächlich auch für mich jetzt so erkannt habe oder was ich so versuchen will, auch noch ein bisschen zu ändern in den Angeboten, ist auch einfach, wir starten vielleicht eher mit dem Nervensystem und die Theorie, die machen wir dann, wenn die Basis stimmt sozusagen. Im Moment ist es noch andersrum, aber das shiftet sich gerade auch, ja. Und das macht für mich auch, wenn du so sagst, total Sinn, weil wenn wir ja eh schon im Stressmodus sind, sind wir ja auch nicht so aufnahmefähig für neue Informationen. Und deswegen macht es ja wirklich auch Sinn, wirklich das Nervensystem erstmal irgendwie wieder zu regulieren, in die Ruhe zu bringen, dass wir dann aufnahmefähig sind für die neuen Informationen, aber eben auch, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, vielleicht auch besser spüren, was wir brauchen und so von innen raus der Wunsch entsteht, was zu verändern. Was sind denn dann so die Dinge, die du sehen kannst, wenn das Nervensystem im Balance ist? Was verändert sich in Bezug aufs Ernährungsverhalten? Also wie so oft beim Nervensystem sind das ja immer so ganz kleine Dinge, wo man es dann dran merkt. Und was mir meine Klientinnen so zurückmelden, ist wirklich, sind auch Kleinigkeiten, dass sie auf einmal besser ein Gefühl dafür bekommen, tut mir das jetzt gut, tut mir das jetzt nicht gut. Auf einmal, also mir schrieb dann irgendwie eine Klientin mal so zwischendurch, Ruth, ich bin gerade völlig überrascht von mir selber. Ich hatte das Bedürfnis, mich zu bewegen. Ich hatte das Bedürfnis nach Sport und das war für sie monatelang nicht möglich, weil sie alleinerziehend mit kleinem Kind zu Hause, ne? Und sie hat wirklich auf einmal so aus dem tiefsten Inneren den Wunsch verspürt, jetzt ihrem Körper in Form von Bewegung was Gutes zu tun und so weiter. Ja, also das sind so diese Sachen, die dann ja recht schnell spürbar sein können. Ja. Ja. Und das finde ich so schön und also ich strahle gerade völlig, weil ich das einfach halt an dieser Arbeit mit dem Körper und dem Nervensystem, Embodiment so liebe, weil es halt wirklich, es verändert die Beziehung zu uns selber und ich habe das ja auch schon öfter erzählt, als ich Embodiment kennengelernt habe, war vielleicht mein Körper jetzt nicht so unbedingt mein bester Freund, sondern eher was ich immer bekämpft habe, gerade auch ganz viel mit Essen und Ernährung und irgendwelchen seltsamen Diäten und weiß der Geier was. Aber in dem Moment, wo ich bei meinem Körper ankomme und mich und den Körper so lieben kann, wie ich bin, treffe ich eben ganz andere Entscheidungen für diesen Körper, in dem ich ja irgendwie daheim bin und der mich noch ein paar Jahre über die Runden bringen soll. Und das finde ich so schön und es braucht dann halt nicht mehr die Disziplin und dieses eiserne Verbissene, sondern das nach innen spüren und gut zu sich sein einfach. Ja, und das ist ja auch was wir gerade im Vorgespräch auch schon so ein bisschen hatten. Ich merke das an mir selber auch, je mehr man sich wirklich mit dem ganzen Körper auch darauf einlässt, desto verkörperter wird dieses ganze Thema. Also für mich ist es inzwischen unvorstellbar über einen längeren Zeitraum, jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt mal ein Wochenende unterwegs und habe keine Zeit zu kochen, okay, ich esse natürlich das, was dann irgendwie auch da ist, aber ich merke sofort, wie mein Körper sich dagegen wehrt zum Beispiel und es wird komplett natürlich für einen selber gut für sich zu sorgen, auf dieser Ebene eben auch, ja. Und also gerade Essen, und das ist was ich wirklich auch in der Zeit, in der ich mich jetzt so intensiv damit beschäftige, wirklich für mich so erfahren habe, ist, es ist super schwierig, sein Essverhalten zu ändern. In meinen Augen ist es eines der schwierigsten Dinge, die wir ändern können, weil wir eben alle, seitdem wir im Mutterleib sind, geprägt sind, was das Essen betrifft. Das ist keine Verhaltensweise, die wir uns mit 20, ja, wenn wir 20 sind oder so mal angeeignet haben, so eine lästige Angewohnheit und die wollen wir versuchen zu shiften, sondern es ist etwas, was wir seit unserer Zeit im Mutterleib mitbringen. Ja. Und dann davon auszugehen, dass wir mit irgendeiner Vorgabe über ein 12 Wochen super XY-Programm da einmal uns komplett umkrempeln, das mag oberflächlich halt vielleicht funktionieren, solange wir vielleicht auch in dem Programm sind und die Begleitung haben. Die Energie da ist und wir Mitstreiter vielleicht sogar haben. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, wenn wir mit uns alleine sind, wenn wir vielleicht wieder im stressigen Alltag festhängen und so weiter, dann zeigt sich halt, ob sowas wirklich etabliert ist, ob es verkörpert ist oder nicht. Und deswegen sind auch so super schnelle Sachen in meinen Augen, gerade was die Ernährung betrifft, völliger Humbug, ja, das ist was sich über Monate und Jahre
entwickelt. Ja. Ja. Und ich finde diese schnellen Sachen, und wie gesagt, also ich hatte eine große Diätkarriere hinter mir, die führen ja oft dazu, dass wir uns noch weiter von dem entfernen, dass wir spüren können, was wir selber brauchen. Also, weil es ist dann halt eben die Vorgabe für keine Ahnung wie viele Tage und das ist das Ernährungsprotokoll und egal, ob dein Körper das verträgt und egal, ob dir das schmeckt und egal, ob du vielleicht gerade irgendwie einen Nährstoffmangel hast und das vielleicht gar nicht aufnehmen kannst, das ist das Programm. Und ich finde, also für mich war wirklich das, was mich ganz, ganz extrem von mir selber entfernt hat und dazu geführt hat, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was brauche ich, wie viel brauche ich von allem. Deswegen finde ich es so schön, wenn du sagst, dass in der Arbeit mit dir, wo es ja primär trotzdem um Ernährung geht, sage ich mal, dass die Leute dann das Bedürfnis plötzlich spüren, ich will mich jetzt bewegen, was ja überhaupt nicht jetzt dein Fokusthema ist. Ja, genau. Und was sich auch wirklich immer wieder zeigt, natürlich, ist, dass wenn sie kommen mit dem Fokus auf Ernährung, sie kommen, weil sie ein Problem mit der Ernährung haben, aber im Grunde ist das Symptom. Und das ist ja auch das, was wir bei der Nervensystemarbeit immer wieder haben. Ne? Es ist egal, kommt es raus, dass wir halt ja, irgendwie dysreguliert sind auf irgendeine Art und Weise. Und das schlechte Ernährungsverhalten oder das nicht günstige Ernährungsverhalten ist wiederum ein Symptom für irgendwas, was dahinter liegt. Und ja, das war für mich ja auch genau der Grund, warum ich zu dir in der Ausbildung gekommen bin, weil ich super schnell immer gemerkt habe, okay, es geht eigentlich um was anderes und es geht um Dinge, die irgendwo in der Tiefe sind und wo wir erstmal ran müssen, damit das hintendran einfach auch klappen kann. Ja. Ja. Mega cool. Und jetzt ist ja eins deiner Steckenpferde wirklich auch so das Thema zuckerfrei, was ja vermutlich per se Riesenangst besetzt ist für ganz viele Leute. Oh ja. Zucker ist natürlich einfach der krasseste Suchtstoff überhaupt. Was gibt es denn zum Zucker und dem Nervensystem zu sagen? Oh, also, Also ganz klar, Zucker, würde ich sagen, ist einer der Hauptstress, oder nicht Haupt, aber ein riesiger Stressor, der über unsere komplette Gesellschaft verbreitet ist und der einfach, das ist ein Riesenthema. Also, das ist ja so verrückt, weil du sagst jetzt, das ist der Hauptstressor. Und in meinem Kopf kam sofort auf, das ist das Hauptding, was konsumiert wird, wenn die Leute Stress haben. Genau. Es ist und dann ein Zucker, natürlich ein Teufelskreis. Ja. Genau, wenn du fragst nach der Verbindung von Zucker und Nervensystem, und das ist genau das, was ich auch aufzeigen will, wenn es um diese Zuckerfasten geht, dass wir konsumieren Zucker, weil wir gestresst sind. Und der Zucker ist für unseren Körper absoluter Stress. Ja, ja. Der Zucker ist, der kommt rein, der bringt keine Nährstoffe mit, der treibt den Blutzucker steil in die Höhe. Unser Körper ist allein schon durch den Schokoriegel, den wir essen und dem Anstieg des Blutzuckerspiegels, ist ja schon das Signal für unseren Körper, hier ist Stress. Ja. Und das ist in meinen Augen das ist ein richtiger Teufelskreis mit dem Zucker. Ja. Wie gehst du denn das Zuckerfasten an? Also was braucht es, damit jemand, der vielleicht sagt, klingt spannend, aber oh nee, von Zucker kann ich mich nicht verabschieden. Was hilft einem da ranzugehen, wenn man das möchte? Und ich finde an der Stelle auch wichtig zu sagen, also mir ist es immer wichtig, nichts zu verteufeln. Also komplett zuckerfrei zu sein, glaube ich, ist auch nicht für alle das Nonplusultra und braucht auch nicht jeder. Ich glaube, es geht immer um die Balance und den bewussten Konsum vielleicht auch eher. Aber was braucht es, wenn jemand angstvoll liebäugelt mit Zucker? Genau, also erstmal vorweg, ich esse auch Zucker. Ich esse vor allem jetzt im Sommer sehr gerne und häufig Eis. Ja. Und auch da ist es aber natürlich, du merkst sofort, wenn du darauf sensibilisiert bist, du merkst sofort, wenn es zu viel wird. Und das ist ja der große Vorteil daran. Ja. Also jemand, der etwas angstbesetzt ist und trotzdem denkt, könnte das Richtige sein. Das sind übrigens ziemlich viele Menschen, die mich anschreiben, wenn ich das Programm launche. Ja. Sind immer viele interessiert und dann ist die Angst doch zu groß. Und ich muss wirklich sagen, also ich habe es jetzt zum zweiten Mal wirklich begleitet angeboten, zweimal jeweils in der Fastenzeit. Das ist immer so mein Zeitraum für diese Zuckerfasten. Ja.
Und die Rückmeldung war danach jedes Mal von der Gruppe, ja, es ist schon eine Überwindung, ja, es ist schon eine Herausforderung und das ist, manche sagen auch, es ist intensiver, als sie es erwartet hätten. Mhm. Aber es ist total machbar. Man muss sich natürlich, also die Basis ist natürlich, ich muss bereit sein, mal für 6 Wochen, das geht über 6 Wochen, mal für 6 Wochen Dinge anders zu machen, als ich sie vorher gemacht habe. Und was ich von allen auch immer rückgemeldet bekomme, dass die Gruppe super wertvoll ist. Also alleine ist es echt schwer. Vor allem, weil halt bei vielen auch die Kapazität einfach fehlt, sich selber intensiv damit zu beschäftigen. Aber in der Gruppe ist es wirklich gut machbar, vor allem, weil permanent Austausch ist darüber. Ja. Und was braucht es noch? Also es braucht tatsächlich natürlich eine Bereitschaft, auch bei sich selbst hinzugucken, weil wir beim Zuckerfasten zwangsläufig zum Thema emotionalen Essen kommen. Und zu Stressessen und so weiter. Und dieses, was wir wirklich machen wollen, ist halt diesen Teufelskreis aus Zucker kommt rein, weil ich mich beruhigen will, aber ja, das erzeugt mehr Stress. Also daraus wollen wir ausbrechen. Und das ist natürlich, das kann schon mal Angst machen, aber ich muss wirklich sagen, meine Erfahrung bisher, es war wirklich, die Rückmeldung danach war immer total entspannt eigentlich. Ne? Ja. Also dass es wirklich machbar ist. Und gibt es Zuckeralternativen, die man in deinem Programm in der Zeit verwenden kann? Oder Fruchtsüßen oder keine Ahnung? Also das ist ein bisschen stufenweise aufgebaut. Und zwar fangen wir an, indem wir halt erstmal einfach nur Süßigkeiten und so dieses typisch verarbeitete Offensichtliche weglassen. Und es baut sich stufenweise auf bis dahin, dass wir eine Zeit lang komplett zuckerfrei sind für 2 Wochen, ja, inklusive Obst. Okay. Was wir über den ganzen Zeitraum eigentlich meiden wollen, sind so Sachen wie Ahornsirup, Agavendicksaft, diese Sachen. Das ist einfach natürlich auch einfach nur Zucker. Und ja, es steigert sich, wie gesagt, zu einem Zeitraum, wo wir komplett auch auf Obst verzichten. Und das ist auch in meinen Augen die Schlüsselphase, weil wir da den Körper wirklich diese Erfahrung gönnen, wie es ist, komplett ohne Zucker zu sein und die auch wichtig ist für diesen Reset, dass wir aus dieser Spirale austreten können, sozusagen. Genau. Und danach, also wir bauen das natürlich auch wieder auf und es gibt auch Tipps von mir für die Zeit danach, dass ich jetzt nicht danach direkt, keine Ahnung, zum Konditor gehe und reinhaue, ja, sondern dass man das so ein bisschen und weil sich natürlich der Geschmackssinn auch extrem verändert. Extrem. Also das war für mich auch einer der krassesten Erfahrungen irgendwie, ne? Ich glaube, die Zungenrezeptoren erneuern sich, glaube ich, alle 7 Tage oder so. Kann das sein, dass sich wirklich der komplette Geschmackssinn in 7 Tagen verändern kann? Also das, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass 10 Tage ohne Zucker ausreichen. Das würde ja passen. Ja. Und das ist auch, also meine Erfahrung wirklich, ich habe auch schon nämlich Zeiten gehabt in meinem Leben, wo ich auf Zucker verzichtet habe, ohne das jetzt Zuckerfasten zu nennen. Also ne, das war so im Rahmen von so Darmkur-Geschichten und so weiter. Und da habe ich das nämlich selber auch gemerkt, dass es innerhalb von kürzester Zeit sich die Geschmacksnerven extrem sensibilisieren. Und ich bin heute auf einem Stand, dass ich klassisches Gebäck vom Bäcker oder so nicht mehr mit Genuss essen kann, zum Beispiel. Ist mir viel zu süß. Und das ist was ich jedem auch empfehlen kann, einfach, wenn ich jetzt nicht komplett auf Zucker verzichten will, aber zumindest die Sensibilisierung in den Fokus zu nehmen, weil einem das total hilft, natürlich, diesen großen Zuckerkonsum zu reduzieren, ja. Ja. Und jetzt, was bei mir vorhin noch so ein bisschen aufkam als Frage ist, es gibt ja so die bei Stress vielleicht eher eben zu den süßen Sachen greifen und die bei Stress eher zu den salzigen Sachen greifen. In den meisten salzigen Sachen ist ja trotzdem Zucker drin. Genau. Also deswegen ist die Frage, ist die Sucht trotzdem am Ende nach dem Zucker oder kannst du da was dazu sagen? Also wenn es diese Kombination mit salzig ist, dann die Kombination aus schnellen Kohlenhydraten, was ja auch Zucker ist, und Fett. Weil das ist ja, also schnelle Kohlenhydrate und Fett sind ja unser Überlebenselixier. Ne? Also da kommt halt krass der Steinzeitmensch durch, der im Überlebensmodus ist und sein Überleben sichern will. Und das ist in meinen Augen, wenn es so um Chips oder so geht, da haben wir ja durch die Kartoffeln, das sind halt auch
relativ schnelle Kohlenhydrate in Verbindung mit den Fetten. Und das ist ein bisschen eine andere Vorliebe vielleicht. Und tatsächlich zusätzlich noch Zucker drin. Also das, wenn man sich mal auf den Verpackung auch noch anschaut. Also eigentlich ist ja alles, was in der Verpackung ist, hat ja fast Zucker drin. Ja. Und dann kommt bei solchen Produkten kommen natürlich noch diese Geschmacksverstärker hinzu, die einfach auch unsere Suchtzentren triggern. Ne? Also das ist, ja. Ja. Wie ist es denn mit dem Nervensystem im Kaffee, um mal noch so einen Schwenk zu was anderem zu machen? Ja, liebe ich dieses Thema. Ich habe nämlich heute, weil mein koffeinfreier Kaffee leer war, einen gemischten getrunken und habe gedacht, okay, das war keine gute Idee. Okay. Also bei Kaffee ist meine Erfahrung, dass die Nervensysteme unterschiedlich stark reagieren. Wenn wir aber sensibel sind, wenn unsere Körper sensibel sind und wenn wir auch angefangen haben, mal, es ist nämlich was ich im Zuckerfasten zum Beispiel auch empfehle, das Koffein zu reduzieren oder auch für eine Zeit lang wegzulassen, einfach weil es ja auch den Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt und dafür sorgen kann, dass wir eben in diese Schwankungen kommen. Aber zusätzlich ist es wirklich so, dass unser Nervensystem auf Koffein reagiert. Ja, und dann einfach auch in eine Stressreaktion geht, mehr Stressreaktion aus. Genau, also ich habe es heute wirklich am eigenen Leib wieder gemerkt, wie ich mein Cappuccino, das war wirklich nur halb koffeinfrei und halb normaler Espresso, und wie ich innerlich unruhig wurde. Ja. Ich habe mir den Koffeinkonsum auch im Rahmen meiner, vor 2 Jahren im Zuckerfasten, habe ich das reduziert und habe beobachtet, was passiert. Und bei mir war es ganz extrem eindeutig, wie ich, als ich dann wieder mit kleinen Mengen angefangen habe, ich gemerkt, okay, krass. Also ich liebe Kaffee über alles. Ich liebe ihn. Aber ich versuche, wann immer es geht, inzwischen den Koffein frei zu trinken, ja. Weil mein Nervensystem einfach damit überfordert ist. Und das finde ich sehr spannend, weil also ich habe auch letzten September angefangen, eigentlich nur noch koffeinfrei zu trinken. Und für mich, ich habe immer gesagt, Kaffee macht bei mir gar nichts. Also du kannst mir wirklich nachts um 2 einen doppelten Espresso hinstellen mit Koffein. Ich kann ihn trinken, ich kann mich ins Bett legen und 5 Minuten später schlafe ich. Und trotzdem hatte ich irgendwie so das Gefühl, halt weil ich weiß, dass Stresshormone dadurch ausgeschüttet werden. Also selbst wenn es mich vielleicht nicht wach hält und selbst wenn es jetzt mir kein Herzrasen gibt, was ja viele andere zum Beispiel auch erzählen, ich weiß ja, was es in meinem Körper macht. Und deswegen auch da eben kam so von innen raus der Wunsch, nee, das will ich nicht mehr. Und ich liebe Kaffee auch, ich bin wirklich ein Kaffee-Nerd, aber das ist nicht, ich meinem Körper noch länger zuführen will. Aber auch hier, ich finde wirklich eben immer die Balance wichtig, wenn ich irgendwie in einen Café gehe und vielleicht frage ich mal, ob sie einen entkoffeinierten haben und vielleicht auch nicht und dann trinke ich das, was da ist und das ist auch total okay. Ja, genau. Was ich auch noch mitgeben will, falls da jemand Lust hat, das mal so zu testen. Also ich würde Koffein wirklich nur bis zur Mittagszeit nehmen, weil wir einfach, und wenn wir auch denken, wir können noch um 5 einen Kaffee trinken, es hat einen Einfluss auf unsere Schlafqualität und so weiter. Und wenn wir Kaffee trinken mit Koffein, würde ich wirklich empfehlen, das auf die Morgenstunden zu legen. Und dann am Nachmittag, wenn es dann nochmal ein sein muss, dann halt eher den Entkoffeinierten. Die haben ja ein bisschen was immer noch drin. Und das wirklich mal zu beobachten, was das auch mit der Schlafqualität macht. Ja. Kannst du vielleicht generell dazu noch mehr sagen, eben wie so sozusagen der natürliche Stress-Cortisol-Rhythmus des Tages mit Ernährung zusammenpasst? Also eben zum Beispiel Koffein, Kaffee eher am Morgen, weil da sowieso eben halt das Wachsein auch ein bisschen im Fokus steht. Aber welche Nahrungsmittel machen wann vielleicht mehr Sinn? Gibt es da was? Das ist super spannend jetzt auch, weil ich da gerade auch ganz kürzlich erst neu was zu gelernt habe sozusagen. Und das ist jetzt auch gerade für alle, die sich zu eher gestressten Menschen zählen. Wir lernen ja immer überall, in allen Brigittes dieser Welt, lernen wir ja immer, dass wir abends auf Kohlenhydrate verzichten sollen. Und das ist aus Stresshormon-Perspektive einfach Quatsch. Sondern wir brauchen die Kohlenhydrate, also natürlich jetzt nicht den Zucker und die schnellen Kohlenhydrate, sondern die langsamen, komplexen Kohlenhydrate brauchen wir am Abend, um Stresshormone abzubauen. Und meine Empfehlung ist inzwischen, und gerade richtet sich das an Menschen, die wirklich viel um die Ohren haben, die sich selbst
als eher gestresst bezeichnen, wäre auf jeden Fall die Empfehlung, morgens und mittags den Fokus auf Protein zu setzen, dass der Blutzuckerspiegel eben nicht so hoch gepeitscht wird, dass der langsam nach oben steigt, dass wir über längeren Zeitraum gut versorgt sind. Ab mittags kann man dann so ein bisschen mehr Kohlenhydrate dazu nehmen, aber die Hauptaufnahme der Kohlenhydrate sollte tatsächlich am Abend sein. Und das ist entgegen dem, was wir bisher überall gelesen haben und gehört haben. Und ich setze das tatsächlich jetzt auch seit ein paar Wochen. Ich habe das auch vor ein paar Wochen gelernt und setze es auch so, vielleicht so seit 2 Monaten oder so um. Mhm, genau, ja. Und das ist, ich muss wirklich sagen, ich merke inzwischen, und ich habe mich wirklich sehr intensiv beobachtet, und ich hatte jetzt gestern einen Tag, da habe ich am Mittag einen Rest gegessen vom Vorabend. Das war ein Curry, so ein Gemüsecurry mit Reis, mit Basmati. Hab das abends gegessen, hat mir super gut getan. Ich habe das am nächsten Mittag wieder gegessen und habe gemerkt, es haut mich voll um. Es ist wirklich, es ist viel zu viel Kohlenhydrate gewesen, es hat mich müde gemacht und so weiter. Also das ist eine ganz spannende Beobachtung, die ich selber an mir gerade auch gemacht habe. Also sowas. Merkst du abends was? Weil ich merke vor allem abends mit mehr Kohlenhydrate merke ich einen Unterschied. Merkst du da was? Bevor ich erzähle, was ich merke. Also ich bin immer schon jemand gewesen, der viele Kohlenhydrate gegessen hat und die auch gut verstoffwechseln kann. Ich habe eigentlich mehr den Negativeffekt am Mittag gemerkt. Ja. Oder ich merke auch schon sehr lange Zeit, dass zum Beispiel dieses klassische Brötchenfrühstück, ne, das geht gar nicht für mich. Ich merke eher, was so gar nicht geht. Ich habe jetzt aber nicht... Also für mich persönlich war es jetzt dieses Abendskohlenhydrate nicht der Ultra-Game-Changer. Ja. Aber ich merke nur, dass es mir halt gut bekommt. So, ja. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Also ich habe tatsächlich abends oft auch Kohlenhydrate verzichtet, wegen eben all dem Brigittes und vielleicht doch noch irgendwie Diätschädigungen, die ich so habe. Und habe das, wie gesagt, auch vor ein paar Wochen gelernt und habe dann auch wirklich sofort angefangen, das umzustellen und hätte vorher das wahrscheinlich nicht sagen können, aber im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich oft nach dem Abendessen das Gefühl hatte, mir fehlt irgendwie was. Es war jetzt nicht so ausgewogen oder ausbalanciert. Mhm. Und so, dass ich irgendwie 1-2 Stunden nach dem Essen eigentlich immer noch so mit dem Kopf auf der Suche war, was könnte ich jetzt noch irgendwie essen? Und dann war es ja auch immer was, das war dann nichts, was Kohlenhydrate haben sollte. Und das habe ich überhaupt nicht mehr, sondern ich habe halt mein Abendessen und dann ist gut und dann brauche ich auch nichts mehr. Ja, ja. Super spannend, ja. Ja, ja, da merke ich wahrscheinlich, dass ich nie so dieser, bin seit Jahren nicht mehr derjenige oder diejenige, die jetzt abends auf der Couch sitzt. Ich bin jetzt eben nicht auf der Couch, aber die auf der Couch sitzt und dann anfängt da noch zu snacken. Das habe ich nicht so, ne? Das ist bei mir raus mit der ganzen verkörperten Ernährungsform, ja. Aber das ist super spannend, wenn du das vorher hattest, die allermeisten Leute haben das dann später am Abend nochmal auf die Suche gegangen wird. Genau. Und dann ist das möglicherweise wirklich, oder das ist eh sowas, was ich auch immer mitgebe, ne? Wenn ihr sowas wie Heißhunger und so weiter, es gibt immer verschiedene Ebenen, wo ihr gucken könnt. Und körperliche Ebene ist natürlich eine ganz wesentliche, nämlich wahrscheinlich fehlt euch auch einfach irgendwas. Ja. Ja. Genau. Und also für mich war wirklich, deswegen sage ich, ich hätte es vielleicht vorher jetzt nicht so formuliert, aber im Nachhinein würde ich sagen, bevor ich diese Umstellung gemacht habe, hat vorher irgendwas, das war nicht rund, das war nicht irgendwie ausbalanciert, ganzheitlich, wie auch immer man es nennen will. Und irgendwas hat meinem Körper gefehlt, wo er dann wirklich auf die Nacht noch gesagt hat, so hey, jetzt gib mir das noch. Und dann habe ich es mir natürlich trotzdem verwehrt, weil das, was er hätte haben wollen, waren ja die Kohlenhydrate, die ich ja eben nicht haben wollte am Abend. Und dann habe ich halt irgendwie Oliven gegessen oder weiß nicht was. Mhm. Und das, was er eigentlich nachher verlangt hat, hat er trotzdem nicht gekriegt. Ja, und das ist auch was, was ich auch mir völlig abgewöhnt habe, ist dieses Thema, ne, hungrig ins Bett zu gehen. Ja. Das ist einfach aus Stresssicht ja auch eben eine Katastrophe, also aus Cortisol-Sicht. Ja. Ja, genau, genau. Also es ist wirklich wichtig, dass der Körper über Nacht, gerade wenn wir sehr unter Strom stehen, sehr gestresst sind, wenn wir dann anfangen, noch hungrig ins Bett zu gehen, dann ist es wirklich echt kontraproduktiv auf unser Stresspegel, ja. Wie stehst du, weil wir jetzt gerade bei so Rhythmen und Essenszeiten und so sind, intermittierendes Fasten, wie stehst du dazu?
Auch aus der Nervensystemsicht. Also, intermittierendes Fasten kann für bestimmte Menschen eine sinnvolle Sache sein. Für ganz viele ist es aber nicht. Und ja, vor allem, wenn wir uns Frauen anschauen, und ich habe mich ein bisschen unbewusst, aber ist so passiert, einfach ja ziemlich auf Frauen spezialisiert, und die Frauen, die zu mir kommen, sind in der Regel auch alle ziemlich gestresst, würde ich niemals empfehlen, weil jede Form des Fastens ist ein Stress, ein zusätzlicher Stress für den Körper, und ich würde es den allermeisten Menschen nicht empfehlen. Die meisten Männer, wenn sie jetzt nicht komplett auf Stresshormonen unterwegs sind, können davon profitieren. Muss man sich sehr individuell angucken. Aber für ganz viele Menschen, vor allem für Frauen, würde ich persönlich es nicht mehr empfehlen. Ja. Ja, und auch da eben, also wie gesagt, ich habe vor ein paar Wochen so die Hormonkurve und keine Ahnung was mir ein bisschen näher angeschaut und habe auch bis dahin eigentlich so plus minus intermittierendes Fasten gemacht und das Frühstück irgendwie ziemlich spät, und wirklich der Moment, wo ich die Hormonkurve Kurve gesehen habe, war dann auch so, okay, damit ist es jetzt auch vorbei, das finde ich nicht mehr. Gerade Frühstück auslassen halte ich für die meisten Menschen für nicht empfehlenswert. Also, und wenn man sagt, man kann nicht frühstücken, man kriegt morgens nichts runter, dann würde ich mir mal angucken, wie immer der Tag davor war und wann habe ich vielleicht davor noch gegessen oder was habe ich zu welchem Zeitpunkt gegessen. Und ein Frühstück muss jetzt kein riesen Teller mit sonst was sein, aber dass die Basis morgens einfach stimmt, dass ich so eine Stunde, anderthalb nach dem Aufstehen mich mal meinem Körper mal so gegönnt habe, mal so ein paar Nährstoffe zu bekommen, ein bisschen Protein zu bekommen, um einfach nicht auch da schon wieder einen Stress zu erzeugen. Ja, genau. Sehr spannend. Wie kamst du denn selber zu dem Thema? Ja, das Thema begleitet mich tatsächlich, seit ich Teenager bin. Also bei mir ging es ein bisschen so los, als ich so in die Pubertät kam und auf einmal nicht mehr essen konnte, was ich wollte. Also ich war so ein Kind, was extrem dünn war und dann tatsächlich in die Pubertät kam und auf einmal nicht mehr eine Packung Schokokekse reinhauen konnte, ohne zuzunehmen. Und das war tatsächlich so ein bisschen der Startschuss. Und ich habe, ja, seit ich Teenager bin, eigentlich mich damit beschäftigt, und als ich Mitte 20 war in etwa, dann irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte das jetzt mal lernen. Also ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum Ernährungscoach über 9 Monate, so eine IHK-zertifizierte Ausbildung, und habe da natürlich so Grundlagen gelernt, aber wie das immer so ist, das meiste lernt man beim Tun, in der Selbsterfahrung und dann mit dem weiteren Selbststudium eigentlich, genau. Ja, und ich hatte eine lange Verdauungsbeschwerdezeit hinter mir. Ich habe eine lange Zeit mit chronischer Blasenentzündung hinter mir und habe da ganz, ganz viel über die Ernährung gemacht. Mal wieder festgestellt, auf die Ärzte kann man sich leider bei solchen Sachen nicht verlassen. Habe ganz viel an mir selber ausprobiert und bin inzwischen wirklich, also Blasenentzündungen habe ich nicht mehr, und mein Reizdarm, der mir diagnostiziert wurde, ist auch sozusagen weg. Da merke ich aber ganz, ganz, ganz extrem, wenn es zu stressig wird, dann reagiert der Körper. Und das ist auch was ich tatsächlich mitnehme in meine Coachings, dieses ganze Wissen, gerade Vagusnerv, ne? Das ist ja so ein wichtiges Thema, wenn es um solche Beschwerden auch geht, um solche Verdauungsthematiken. Und habe da auch schon mit meinen Klientinnen wirklich, also hatte wirklich Aha-Erlebnisse auch. Ne? Das war, auch wenn es um so Intoleranzen geht. Ja. Intoleranzen sind ja auch im Grunde einfach, wo der Körper an irgendeiner Stelle sagt, nee, jetzt so nicht. Und da stimmt die Basis einfach nicht. Ja, genau. Ja. Und ich finde gerade, weil du das mit den Ärzten gerade gesagt hast, mir fällt gerade so ein Spruch ein und ich weiß nicht mehr, wo ich den gehört habe, aber ich finde, der trifft den Nagel so auf den Kopf. Und zwar ist der, wir werden ernährt von der Lebensmittelindustrie, die sich nicht um Gesundheit kümmert oder die nicht viel über Gesundheit weiß. Und wir werden verarztet von der Gesundheitsindustrie, die nichts von Ernährung weiß oder sich nicht um die Ernährung kümmert. Und ich finde, das ist irgendwie, das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf, weil
ich finde eben gerade mit Ernährung und über Ernährung mit dem Nervensystem, du hast es gerade auch angesprochen, Vagusnerv, wir haben irgendwie so eben die Darm-Hirn-Achse, wie Ernährung und die Sachen, die wir uns zuführen, aufs Nervensystem wirken, aber eben auch umgekehrt, wie das Nervensystem auf unsere Verdauung und all die Sachen einen Einfluss hat. Ja. Ich glaube, man könnte so viele Sachen ganz anders angehen und behandeln. Und da braucht es halt dann von uns selber einfach die Eigenverantwortung. Deswegen, also wenn mir jemand mit Anfang, Mitte 20 was über den Vagusnerv erzählt hätte und wie wichtig der Vagusnerv ist bei dem ganzen Thema Verdauung, Verdauungsbeschwerden, Unverträglichkeiten, hätte ich mir so viel erspart. Ja. Und hättest du es hören können? Also weil oftmals ist es ja, wir müssen ja auch bereit dafür sein, dass das Thema... Ja, ich weiß, was du sagen willst. Ich habe alles aufgesogen. Ich habe mich wirklich, wirklich intensiv mit allem beschäftigt und das ist auch was, da habe ich letztens wieder dran gedacht, dass selbst als ich in meinem jungen Teenagerjahren oder sagen wir mal dann auch ein bisschen fortgeschrittenen Teenagerjahren, mein Körper hat immer mit mir kommuniziert, rückblickend. Ne? Der hat wirklich und hat teilweise mich angeschrien. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass Körper, Geist, Seele zusammengehören. Und ich konnte es aber nicht, also ich hatte nicht genug Wissen, ich hatte nicht genug auch Unterstützung dabei, das alles so zu verbinden und so weiter. Und das ist gerade, also ich finde gerade bei dem Thema Ernährung, bei dem Thema Beschwerden rund um das Thema Essen, da ist dieser Körper-Geist-Seele-Komplex einfach unglaublich wichtig, dass der betrachtet wird. Und wenn ich zum Gastroenterologen gehe, der guckt sich den Darm an und sagt, ja, der Darm ist in Ordnung, der ist total gesund, ja. Und dann gehe ich zum Nächsten, der erzählt mir was anderes, der sagt, ja, ja, hier, also ihre Blase, wir finden da nichts, so, ne? Also das alles, sieht alles gut aus. Ja. Und das ist für mich so ein Thema, also mich beschäftigt das zutiefst, dieses Gesundheitswesen auch und dass das Thema Ernährung in der Arztausbildung einfach keine Rolle spielt. Das ist, weiß ich nicht. Ich habe irgendwo mal gelesen, wie viele Stunden, es ist lächerlich, es sind vielleicht 2, 3 Vorlesungen zum Thema Ernährung, die ein Allgemeinmediziner bekommt. Und das ist einfach, in meinen Augen ist das brauchen wir nicht weiter drüber sprechen. Aber um zu wissen, dass es dich gibt, wie kann man denn mit dir arbeiten, wenn jetzt irgendjemand von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, so mega spannend, das ist was, was ich unbedingt angehen will und eben genau auf dieser ganzheitlichen Ebene mit dem Körper, mit dem Nervensystem, mit der Seele, mit dem, was ich esse und wie ich esse, mit meinen Gedanken. Mhm. Genau, also ganz klassisch im 1:1. Da kann man mich jederzeit kontaktieren natürlich. Und meine Dienste teilen wir natürlich auch alle. Und als Programm in der Gruppe habe ich tatsächlich im Moment das Zuckerfasten als Programm, was ich halt aber einmal im Jahr anbiete. Ja, das heißt, es startet im Februar wieder. Genau. Immer mit dem Aschermittwoch geht's los. Das heißt, man hat jetzt ein paar Monate, um sich nervensystemmäßig und mental schon mal ein bisschen vorzubereiten. Ja, und auch da darf man mich gerne zu Fragen kontaktieren. Ich habe auch auf meinem Insta-Profil ein Interview zum Beispiel mit der Corinne, die war ja auch ist in der Nest-Community. Mit der habe ich ein Interview zum Beispiel zu dem Thema geführt. Da kann man sich auch mal so ein bisschen reinlesen oder auch ein paar Kundenstimmen. Cool. Genau, also da möchte ich wirklich gern die Angst nehmen, weil das ist absolut machbar, wenn man ein bisschen Bereitschaft mitbringt. Und wie du sagst, ich glaube auch in der Gruppe ist das sicherlich dann nochmal irgendwie so von der ganzen Energie und dem Gemeinschaftsding nochmal eine andere Sache. Also gerade beim Zuckerfasten, das ist was, das würde ich jetzt auch eigentlich nicht 1:1 coachen, weil ich finde, das macht viel mehr Sinn in der Gruppe. Viel mehr Sinn. Die Gruppe ist wirklich bisher immer super kommunikativ gewesen und die unterstützen sich gegenseitig wirklich gut. Ja. Cool. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas zum Thema NESC, Ernährung, Nervensystem, was wir nicht angesprochen haben, was dir aber noch wichtig ist mitzuteilen? Gibt es noch was, was wir nicht angesprochen haben? Also, oder was du mit dem wesentlichen Tipp? Den wesentlichen Tipp. Also ein wesentlicher Tipp ist tatsächlich, sich um den Vagusnerv zu kümmern. Das finde ich ist ein richtig guter Tipp, wenn es um das Thema Verdauung einfach auch geht, ne? Weil wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Vagus beschäftigt hat, wird einfach absolut klar, dass wenn der nicht richtig arbeiten kann, dann
kann alles, dann kann die Verdauung, dann sind die Verdauungssäfte nicht richtig am Arbeiten. Der ganze Verdauungstrakt kann überhaupt nicht so funktionieren, wenn wir permanent im Fight-Modus sind, Fight and Flight. Ich glaube, das Darmmikrobiom kann sich alle 3 Tage komplett wechseln, gell? Also ich glaube, das ist auch so wie so ein eigenes Organ ja nochmal fast in uns. Genau. Ich glaube, das erneuert sich alle 3 Tage komplett. Also das heißt ja auch, dass wir einen recht schnellen Einfluss haben, im Positiven wie aber auch im Negativen. Also ja, 3 Tage genau. Zu viel Stress und wir rutschen nach unten. Ja, genau. Und also das ist wirklich es ist ein Wissen, was in meinen Augen Allgemeinwissen sein sollte, weil wir wundern uns alle, warum wir mit Blähbäuchen durch die Gegend rennen oder warum wir permanent Hunger haben und immer auf der Suche nach was zu essen sind und so weiter. Und wenn man da mal den Fokus einfach auf den Vagus legt und sich da mal ein bisschen reinliest und zu gucken, was macht der eigentlich alles genau, dann wird einem wirklich so vieles klar. Und auch gerade, wenn es um das Thema Unverträglichkeiten zum Beispiel geht. Oder ja, es ist egal. Jeder, der auch abnehmen will, zum Beispiel. Ja. Ne? Also es ist und egal. Und auf meiner Seite natürlich noch viel weiter. Also Vagusnerv für alle, die da mehr wissen wollen, NESC-Ausbildung. Und es ist ja nicht nur für Ernährung und Verdauung und die körperlichen Sachen, sondern genau ja eben gleich fürs Mentale, fürs Emotionale, fürs Spirituelle. Ja. Von dem her, das lohnt sich auf jeden Fall für alle und jeden. Ja, genau. Cool, dann würde ich doch sagen, wir kommen zum Abschluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und wirklich auch die spannenden Inputs, die du gegeben hast, so rund ums Nervensystem und verschiedene Ernährungsgewohnheiten oder eben auch jetzt wirklich so wie Zucker, Kaffee, verschiedene Substanzen, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, wir teilen alle deine Links zur Website, Instagram und so weiter. Das heißt, wer dich kontaktieren will, kann direkt mit dir in Kontakt treten. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich allen da draußen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Danke dir. Tschüss.